Und auf ein neues, zu einer weiteren Folge von Super Mario Sunshine. Sind die letzten Part in der Welt stehen geblieben? Laut Flo. Ja, hier, wir sind bei Baia Paradiso und jetzt geht's ab. Denn wir haben ja im letzten Part unseren Beruf gewechselt von Klempner zu Zahnarzt. Und jetzt sehen wir jemanden wieder, den wir schon mal gesehen haben, nämlich den Palmaton. Oh, not surfen. Nein, nicht surfen. Das ist doch das Rennen, das ist doch angelehnt an Super Mario 64 mit Koopa. Ja. Und apropos Super Mario 64, Leute, wir haben vor, jedenfalls bin ich hab Bock drauf und die haben wahrscheinlich auch, dass wir mal wieder Super Mario 64 spielen. Aber voraussichtlich im Randomizer. Und das wird dann auch wieder ein One-on-One. Und diesmal gewinne ich. Ich kann nicht ein zweites Mal gegen Jan verlieren. Aber mal gucken. Ja, doch ruhig, du. Nimm mir andere Füße erstmal, bevor du ansprichst. Hey, hallo, du Schelm, ich bin Palmaton. Ja, das bin ich. Ich wollte dich jetzt zum Rennen bis zu dieser Fahne heraus. Ja, ich bin super toll. Ja, das ist easy. Da kannst du so schon fast die Hälfte runterspringen. Ein Rennen bis zur Tieflage. Die Bestzeit liegt bei 40 Sekunden. Auf die Plätze, fertig und... Bin mal gespannt. Eigentlich ist das nicht so. Was soll los sein? Boah. Mein Stream hat sich. Ja, nicht mehr Stream. Für mich ist es Stream. Ja, doch, Stream. Mein Stream hat sich einfach geschlossen gerade. Ja, easy. Sogar unter 30 Sekunden. Aber ich kann dir sagen, ich glaube, einmal kommt er noch. Langsam. Hallo. Bist du schnell? Wie ein Fisch. Ach, du bist doch nicht die langsame Trantüte, für die ich dich hielt. Ja, wir sehen uns wieder. Alter, schau nach mir. Der rennt wird gerne. Das ist wahrscheinlich, das ist schon herausgefunden, dass das der Briefträger ist aus dem Zelda-Universum. Vor allem aus Ocarina of Time. Und Majora's Mask, weiß ich. Ja, Majora's Mask auch. Aber ja, in dem Part werden wir jetzt wahrscheinlich die Welt hier abschließen. Ich weiß gar nicht, wie viel noch kommt. Also eine Mission weiß ich auf jeden Fall noch. Und Mario Morgana ist halt da. Ansonsten... müssen wir gucken. Aber ich bin guter Dinge. Kommt nämlich das Geheimnis der Muschel. Und das ist wieder etwas, wo du dich sehr freuen wirst. Ich meine, es ist jetzt ironisch. Oh nein! Oh nein! Erstmal nach oben kommen und das ist nie was Gutes. Ja, du musst erstmal nach oben kommen und dann kommt der Spaß. Da kommt erst der richtige Spaß. Also war es kein gutes Level? Ich weiß, warte, welches Level war das? Ja, es ist Mittel. Guck erstmal nach oben, du musst erst gucken, wo du hin musst, weil ich weiß nicht, ob der Weg da nicht eine Endstation ist. Aber geh erstmal da lang. Da geht's noch nach oben, habe ich gesehen, deswegen, aber den genauen Weg kann ich dir nicht sagen. Also Sunshine habe ich ewig nicht angepackt. Warum nicht? Weil ich andere Spiele gerade spiele. Warum? Nur das Sunshine. Ja, da geht's höher. Ja, Sunshine, Schmanschein, Alter. Willst du, dass ich gut trainiert bin, wenn ich den Run mache, oder? Oder willst du, dass ich abkacke? Ach, mir ist das egal, es ist nicht. Oh mein Gott, gegen mich. Achso. Ja, da hoch, weiter hoch, immer weiter nach oben. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh Gott. Na, passt. Ich glaube, das ist direkt über dir das Ziel, aber ja. Geh erstmal darüber, das ist der richtige Weg. Und dann musst du da die Zwirbeldürbel hoch. Und dann geht's weiter. Oh mein Gott. Ganz ruhig, ganz ruhig. Alter, die Musik ist immer noch so entspannt, ey. Das ist wahr. So richtig friedlich. Oink. Da passen die Paradiese auch richtig gut zu. So, ich kann eine kleine News mal aus meinem Leben. Erstens darf ich jetzt alle Spiele spielen, die ich spielen will. Doch, das habe ich davon natürlich auch schon. Mhm. Und ich habe jetzt auch eine Switch, zwar nur eine Lite, aber ich spiele eh nur im Handheld-Modus, also hätte ich wahrscheinlich so gemacht. Deswegen passt das für mich. Und ich bin jetzt am Monster Hunter Rise suchten. Bestes ja, und für das Spiel, wo wir die Switch auch gut gebraucht hätten, geht es sogar, wenn man Joy-Cons extern hat. Also easy. Brauche ich ja nur mal für 30 Euro nur mal einen einzelnen Joy-Con oder für 70 Euro ein paar kaufen. Alter, diese Preise.
Guck mal, wie du darüber kommst. Nein, guck mal, wie du darüber kommst. Was da von der Verbindung ist. Dreh die Kamera. Ja, da hoch, glaube ich. Und dann musst du da runter. Guck mal darüber. Ja, und dann musst du die Verbindung da nehmen, die da drunten ist. Und dann bist du da, ja. Oh, ich freue mich wieder auf Mario 64, ey. Mal wieder gut steuerbaren Mario. Nicht den Typen hier. Ja. Ja, ist okay. Da sind sogar so zwei Dinger. Ich habe noch nie verstanden, was das ist. Den Gegner habe ich gar nicht gefunden. Ich weiß nicht mal, ob das als Gegner zählt. Weil, also okay, die Wolke kann man auch nicht besiegen, aber trotzdem. Ja, du musst da jetzt runter. Du musst gucken, dass du da direkt aus dem Seil landest, wo du hin musst. Da unten kannst du sogar stehen, also da rutschst du nicht ab. Und jetzt musst du da unten gucken, wo das Seil ist, wo du hin musst. Da kannst du eigentlich direkt drauf springen, wenn du gut bist. Also auf Seil, nicht in die Muschel, aber... Doch, gut. In die Muschel. Not Mario Morgana again, ey, gar keine Lust. Ja, hi! Das ist, glaube ich, jetzt der vorletzte Mario Morgana, wenn ich mich nicht irre. Ja, es muss erstmal rauskommen. Mit einem Wandsprung. Aber aufpassen, da springst du da rechts raus und dann... Achso, doch. Beide Seite geht. Ach, jetzt weiß ich, welches Level das war. Ich glaube, ganz zum Schluss ist es ein bisschen blöd, weil da muss man so... Seitwärtssprung machen. Ja. Ja, und hier ist halt auch das Ding. Weil das Ding dreht sich halt so richtig dumm. Da musst du wirklich im richtigen Moment kommen. Was denn? Fast. Oh mein Gott, mach doch keine Saltos, ey. Ja, du machst das immer irgendwie, obwohl du es nicht willst. Wenn ich es will, klappt es nicht. Wenn ich es nicht so, jetzt will... musst du hier so einen Seitwärtssprung dran machen. Ach du Scheiße. Seitwärtssprung, ey. Und dann Wandsprung und dann bist du da oben drauf. Du musst du. Nein, mach die Kamera ein bisschen schräger. Ich mach das so. Ich brauch das so. Aber. Der muss schräg sein. Du machst den gerade. Och, Flori! Ja, so schon mal gar nicht. Ja. Hör auf zu reden, Mann. Ach so. Ach so, wir machen Walkthrough. Ah, verstehe. Ja. Guck mal, ob in den Nägeln One-Ups drin sind. Denn. Wir müssen das austesten. Ich habe diese Nägel noch nie verstanden. In Mario 64 sind immer nur Holzblöcke. Holzblöcke? Holzflöcke. Pflöcke, Pflöcke. Jetzt ja, verstehe ich, welche du meinst. Und auch so gibt's noch ein paar noch. Ja, gut, wo man rumlaufen kann und man kriegt Münzen, das ist ja auch so. Kannst du auch reinstampfen. Kriegt man dann nicht... Ist das also dieselbe Anzahl? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es gar nicht mehr. Macht man sowas als Klempnernägel? Och Mario. Och Mario. Sehen Sie das einfach, reicht. Wird es Mario. Geht der hat einen. Das muss man uns merken. Okay. Ja, also genau so. Ja, easy. Passt so. Ja, es war richtig. Und nicht schräg genug. Oder zu schräg. Nee, nicht schräg. Ja, okay, gut. Der Winkel hätte stumm vor sein müssen. Oh ja, Gott, jetzt sind wir schon in der Mathe. Alter, die hab gar nicht gewusst, dass die von unten auch rausgucken können. Hab ich gerade eben zum ersten Mal gesehen. Lernt immer dazu. Leider so blöd, dass so nicht im... Hab ich gesehen, das war easy. Ja, so nicht. Ich wollte das nur One-Up haben. Ja, und jetzt hast du eins Minus gemacht. Das Ding, wenn du stirbst, musst du es halt alles nochmal machen. Schwierig. Warum muss man die Sachen hier denn machen? Ich weiß auch nicht, warum das nicht die letzten Missionen sind. Tja. Das war halt von denen so... Ja, geil, wir haben Neuerungen, wir haben so Sub-Level, wo man so geile Missionen machen kann. Wir haben Mario, den man kacke steuern kann. Und damit machen wir jetzt einfach Level, die übel scheiße sind.
Hopp und hopp und. Die Hintergründe habe ich noch nie so ganz verstanden. Das ist wie so im Kinderzimmer. Jetzt sind ja so Gleise. Gleich fährt bestimmt der Zug vorbei. Mario! Zu schräg. Das war zu spitz. Ich merke schon, ich glaube, ich werde diesen Part wieder gut schneiden müssen. Schaffst du. Mario, Mario, also Mario. Ich glaube, ich hab eher Angst, dass du es nicht schaffst, als dass ich den Part schneiden kann. Wow. Wow, so viel Vertrauen hat er in mich. Ich habe einfach mehr Vertrauen in meine Schnittkünste. Am Anfang hat er mir um die Ohren voll geheult. Ich weiß nicht, ich kann das Anfang und Ende nicht wegschneiden. Ich kann die Endcard nicht einfügen. Jetzt macht er sowas. Soll ich sagen, ich kann es nicht? Oder soll ich sagen, dass ich es kann? Ach, Flori. Ja, das geht nicht weg. Das geht nicht weg. Das geht doch, immer nur bis zu dem Orangenen rein. Wenn man das Orange nennen will. Okay, Nägel ausprobieren. Wir müssen die Nägel ausprobieren. Solange du nicht runterfällst, easy. Ich habe immer Angst, dass Mario sich irgendwas anstößt oder so. Und dann komplett durch die Map fliegt. Ja, genau. Nee, das ist ein Ding, da kannst du dich festhalten an dem Pfahl. Ja. Wie springt er? Springt in die Richtung, wo er sich festhält, ne? Ja, ist richtig. Noch ein Nagel. Wie jetzt, da hoch oder da drauf? Du brauchst auf das Seil. Soweit ich weiß, kannst du da nicht hochlaufen. Du musst auf Seil. Halt auch nicht. Aber du kannst einfach ganz oben, jetzt versuch mal zu springen einfach. Üb mal, wie hoch du springst. Ich glaube, du musst einfach nur nach vorne rechts springen, da kommst du hin. Auf die Kante. Ja. So langsam glaube ich, man kann da doch hochlaufen. Weil das so knapp war. Aber ich weiß es nicht. Vor allem weiß ich nicht, warum die da so Scheiben jetzt eingebaut haben. Ich glaube, ich lasse es. Macht ja geil. Doch, du machst jetzt noch die zwei Nägel. Wir müssen alles ausprobieren. Nicht, dass du dir sagst, so, oh Scheiße, und dann fehlt das Leben. Der Nagel ist es. Der Nagel ist es, ich sag's dir. Ja gut, eine Münze. Okay, da musst du jetzt wieder... An welches Seite soll nach rechts. Ich? Ja, du musst da... Da, ja genau, da musst du hin. Ja, ich weiß. Soll ich auf die helle oder auf die dunkle Seite springen? Also gehen. Hey, was meinst du mit hell? Ja, hier, die Seite ach, hier das ist dunkle. Das dunkle. Ja genau, nein, das war schon richtig. Oh, Flori, hör auf, nein, dreh die sagen, Kamera noch ein bisschen. Ah. Dreh die Kamera noch, ja so. Nein, ja, so. Oh mein Gott, ich bin so runtergerutscht. Noch ein Nagel. Ja, tut mir leid, dass ich alles ein bisschen verzögert sehe, was soll ich machen? Muss man erstmal die Wand begutachten, weil da weiß ich nicht genau, wo der Sprung hingesetzt werden muss. Oh mein Gott. Ja, so kann man es theoretisch machen. Oh mein Gott. Aber so. Scheiße. Hä? Ja, du musst einen anderen Sprung machen. Du musst den da... Nein, warte mal. Du musst da gegen die Wand, genau da musst du irgendwie gegen. Oh mein Gott. Also, ja gut, mach dir noch keine Hoffnung, die ist noch weit weg. Ich hab's doch schon glitzern gehört. Ja, die ist aber... Oh Gott, wie viele Nägel hier sind. Ach du Scheiße. Da geht's noch hoch. Oh nein. Ja, die Blöcke schaffst du, die sind easy. Du weißt doch, dass du da schnell genug rum musst.
damit am Ende gut springen muss. Ja. Okay, der dreht sich ein bisschen schneller. Oh mein Gott, Mario. Was zum Teufel? Okay, jetzt, das ist das letzte Ding. Jetzt musst du da mal seitwärts Saltos machen und richtig springen und auf das, über das drüber drankommen. Ja. Aber bitte safe spielen, weil das ist eigentlich gar nicht so schwer. Ah. Ja, es muss ein Seitwärtssalto sein, natürlich. Alter. Mario. Einfach immer schon Seitwärtssalto. Nicht nochmal! Oh Gott. Bisschen weiter nach außen. Ja, und da hoch. Und da ist gleich noch der letzte Block. Lass das nochmal drehen. Lass das nochmal drehen. Und dann da hoch. Und dann ist da die Schein. Alter. Seitwärtssalto da drauf. Seitwärtssalto? Ich weiß nicht, ob du es sonst schaffst. Oh Gott, Mario. Ah! Oh mein Gott. Meine Hände sind so nass. Ach du lieber Gott. Oh, so eine Scheiße, Alter. Ja. Sehr gut. By the way, ich glaube, du kannst nicht viel schneiden, weil ich kann wahrscheinlich höchstens noch eine Mission machen, dann muss ich weg. Ja, ja, klar. Kannst wir du machen jetzt nur eine. Kannst du es auch einfach ich nicht mit schneiden. Ich hoffe, das ist jetzt keine lange. Okay, gut, machen wir mal gar nicht. Sollte im Normalfall relativ fix gehen. Ja, wir gucken uns dann noch die letzte an. Weil du machst die ja eh nicht. Wir machen die Welt jetzt zu Ende, Punkt. Ich weiß auch nicht, wo der rumspringt, aber... Ja. Ey. So viele Fails waren es ja gar nicht, wie erwartet hat. Ja, er springt ins Wasser, das juckt ihn nicht, oder wie? Das ist ja wie in One Piece, so nur Salzwasser macht einmal so. Hinterher dem Schuft. Oh. Ups. Ja, Mario. Hier muss man die ganz gut gerade machen. Aber er macht es natürlich immer perfekt. Ein bisschen näher dran. Okay, jetzt ist er eh weg. Du musst das halt auch nicht zu nah, sonst sagt er sich so, hey, ich will flüchten. Wenn du von da jetzt ihn abschießt. Ja, geil. Mich verarschen. Wow. Was ist das für eine Logik? Für so eine Millisekunde. So zum Schluss. Lass er. Aber was ich auch cool fand, war das Gimmick, das so. Easy. Das Gimmick. Ah, schon Mist. Nein! In Lido Sirena, der Hotelwelt, da gab es ja diese Fake Mario Morganas. Die ja dann so ein Buch waren, das war eigentlich ganz cool. Ja. Na komm, dann gucken wir jetzt noch in die letzte Mission rein. Das ist also ein sehr runder Part. Ich weiß gar nicht, was das war, muss ich gestehen. Die Erinnerung kommt gleich wieder. Ja, mit Sicherheit. Also ich habe sowas im Kopf, aber ja. Lasst uns schauen. Der Fisch und die roten Münzen. Ja, okay. Der Fisch, der böse Fisch. Mm-mm. Ich glaube, der... Nein, da unten der Wasser ist das. Und das ist so ein Münzfisch, der besteht aus Münzen. Wir haben auf dich gewartet, Mario. Obst steht wie immer ganz oben. Bitte lege das erneut an. Ja, ja. Nimm das Teil, das ist eine Abkürzung nach oben. Ich weiß gar nicht, ob du nach oben musst. Ich hoffe es eigentlich, ich muss halt. Weil. Ich muss. Warte mal, geh mal, versuch da mal zu tauchen. In dem Wasserfall. Ich glaube, wir brauchen den gar nicht. Flori, ich muss. Ja, tauch da kurz unter und dann verabschieden wir uns. Ich will wissen, ob das geht. Wie taucht man denn unter? Ja, nee, geh erstmal näher ran. Das geht dann von alleine, glaube ich. Ja.
Ups, sie kann mich mal. Uff. Wo ist er denn? Achso, da lässt sich das zusammen. Ja. So, das habt ihr jetzt aber gesehen. Also, wir müssen es ja nicht zu Ende machen. Ich weiß nicht, wie schnell du jetzt weg musst. Eigentlich sehr schnell, aber Moment. Fuck, er war schneller. Und er löst sich wieder auf. Ja, dann warte einfach ab, bis er sich wieder zusammensitzt. Wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Da oben. Ja, wir nehmen noch auf. Oh, die fünfte. Die fünfte. Oh, da wird's gleich. Da kommt's. Da ist die sechste. Kann sie sich vielleicht mal nicht so schnell bewegen? Ja, du musst halt immer gucken, wo er wieder zu. Da ist er zusammen. Komm schon. Wir könnten uns noch schaffen. Ja. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein. Ja, komm, einmal noch, dann hast du alle. Ah. Schon. Ja. Hä? Oh. Och nö. Ja gut, dann doch noch einmal. Tja, Leute. Was soll man sagen? Scheiße, Alter, ich muss weg. Ah. Scheiße. Komm, ein Gezitter. Ja. Ganz schnell runter, dann Schluss. Und damit verabschieden wir uns auch schon für diese Folge. Ja. Ich hoffe, euch hat die gefallen. Und es war ja gar nicht so viele Fails, wie ich erwartet hatte. Jetzt dauert es erstmal Jahrhunderte, bis wir wieder unten sind. Ja. Aber sobald ich den Schein einsammle, kann der Part beenden. Ja. Nicht verpassen. Like da lassen. Also schaltet auch in der nächsten Folge von Let's Play Super Mario Sunshine wieder ein. Bis dahin, tschüss. Tschüss.